medizinisches Prüfungswissen in 5 Minuten. Wir bleiben bei den affektiven Störungen, eine Großbaustelle. Heute die Unterrubrik bipolare Störungen im Überblick. Alle sind wieder bereit? Auf 5 Minuten konzentrierte Dynamik. Und ich sage, die Uhr läuft. Wir unterscheiden bei den episodenhaft verlaufenden affektiven Störungen zwischen den unipolaren und den bipolaren Störungen. Unipolare Formen können einmalig oder wiederholt auftreten. Dabei können sie nur depressive oder nur manische Phasen hervorbringen. Wir sprechen dann von der unipolaren Depression oder der unipolaren Manie. Davon abzugrenzen ist die bipolare affektive Störung. Diese gehört zu den häufigeren psychiatrischen Krankheitsbildern mit einer Lebenszeitprävalenz von mindestens 3%. Männer und Frauen sind ungefähr gleich häufig betroffen. Die krankhaften Stimmungsveränderungen, die sich zwischen himmelhoch jauchzend, manisch und zu Tode betrübt, depressiv bewegen und durchaus sehr verschiedene Ausprägungen sowie Verläufe zeigen können, erzeugen sowohl bei den Betroffenen wie auch bei den Angehörigen einen immensen Leidensdruck. Betroffen ist nicht nur die Stimmung, die sich jeglicher Kontrolle entzieht, sondern auch das Denken, das Fühlen insgesamt, die Körperlichkeit, die Fähigkeit der Lebensgestaltung. Die Dauer der Krankheitsepisoden kann zwischen Tagen und Monaten und einigen Jahren variieren. Im Schnitt dauert eine Episode bei unbehandelten Patienten zwischen 4 und 12 Monaten. Dabei können manische und depressive Episoden einzeln auftreten oder auch ineinander übergehen. Ein Teil der Patienten bekommt mehr manische, andere mehr depressive Episoden. Auch ein Wechseln von manischer zu depressiver Verfasstheit innerhalb einer Episode ist möglich. Zwischen den Episoden können Intervalle von mehreren Monaten und zum Teil Jahren liegen, in denen der Patient über eine stabilere Stimmungslage verfügt. Entsprechend der Art der Krankheitsepisoden werden die bipolaren Störungen nochmals unterteilt. Von einer Bipolar 1-Störung spricht man bei einem Wechsel von Manie und Depression. Von einer Bipolar 2-Störung spricht man bei einem Wechsel von Hypomanie und Depression. Die Hypomanie stellt eine schwächere Ausprägung der klassischen Manie dar. Von Rapid Cycling wird gesprochen, wenn mindestens 4 krankhafte Episoden innerhalb eines Jahres auftreten. Die klinischen Erscheinungsbilder der Depression und Manie stelle ich in einem eigenen Video jeweils vor. Die ersten Symptome einer bipolaren Störung treten vielfach schon um das 18. Lebensjahr herum auf. Die Prognose der Erkrankung hängt wesentlich ab davon, wie schnell die Diagnose gestellt und zu welchem Zeitraum eine Therapie eingeleitet wird. Es gilt, je weniger Krankheitsphasen bis zur Einleitung der Therapie vorliegen, desto besser sprechen die Patienten auf die Behandlung an. Bei der Ursache, der Auslösung und der Unterhaltung bipolarer Störungen handelt es sich um ein komplexes Wechselspiel genetischer, biologischer und psychosozialer Faktoren. Es besteht die Annahme, dass sich unipolare Krankheitsbilder von bipolaren unterscheiden. Bipolare scheinen eine größere genetische Disposition aufzuweisen und verlaufen weniger beeinflussbar durch äußere Faktoren. Die Behandlung der bipolaren Störung ist, je nachdem, welcher Phase der Erkrankung der Betroffene sich befindet, unterschiedlichen Zielen unterworfen. Man unterscheidet die Akuttherapie, die Erhaltungstherapie und die Rückfallprophylaxe. Es kommen nicht medikamentöse Verfahren wie die Psychotherapie, aber auch Schlafentzugs- und Elektrokonvulsionstherapie, Tiefenhirnstimulation, Lichttherapie und andere sowie medikamentöse Strategien zum Einsatz. Pharmakologisch wird zwischen Stimmungsstabilisierern, die während aller 3 Therapiephasen gegeben werden, und Interventionsmedikamenten unterschieden. Als Stimmungsstabilisierer im engeren Sinne werden Lithium und Antiepileptika eingesetzt. Einige atypische Neuroleptika finden ebenfalls Anwendung als Stimmungsstabilisierer im weiteren Sinne. Als Interventionsmedikamente kommen Antidepressiva, Neuroleptika, Hypnotika und Sedativa zum Einsatz. Eine bipolare Störung wird im Regelfall das ganze Leben behandelt. Die Intensität der Behandlung kann dabei sehr stark variieren. Keine angemessene Pharmakotherapie anzubieten, ist aus aktueller wissenschaftlicher Sicht nicht vertretbar. Aber trotz angemessener Medikation ist die Wirkung auf die Symptomatik leider relativ häufig
unbefriedigend. Ebenso verhindert auch die konsequente medikamentöse Phasenprophylaxe weitere Rückfälle in vielen Fällen nicht vollständig. Hier kommt der Psychotherapie und psychosozialen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Ich bin fertig. Alles Wichtige ist gesagt und die 5 Minuten sind jetzt erst um. Hurra! Hat das Video Ihnen gefallen? Wenn ja, lassen Sie uns einen Daumen da und einen positiven Kommentar. Und Sie möchten abonnieren? Kein Problem. Hier oben.